Und damit ein herzliches Willkommen zurück zu einer Runde Cities Skylines. Ja, wir spielen weiter. Letzte Folge hatten wir hier die Agrarwirtschaft mal ein bisschen aufgepäppelt. Und wir haben keinen Bewohner oder keine Leute mehr momentan, um die, um die Industrien zu, mit Leuten zu, ist wie verarschen, ungültige Form? Oh, schwach hier, ey. Ich will ein paar Sackgassen bauen. So, machen wir auch noch eine hin, so. Um, ja, Arbeiter zu stellen für die Industrien. Deswegen wollen wir hier mal noch ein paar Häuschen hinbauen. Müssen wir ja sowieso. Sonst wird das nichts hier. So. Das ist noch nicht mehr alles drin, sehe ich gerade. Deswegen wollen wir das hier mal ein bisschen vergrößern. So, so. Dann brauchen wir Wasser wieder. Klar, müssen wir Wasser dahin legen. Natürlich. So, einmal so und einmal so. Fertig, dann haben wir Wasser. So, Wasser sieht auch gut aus. Strom sieht immer noch gut aus. Abfall, Müllverbrennung haben wir noch nicht. Leider. Ich glaube 8000. Na gut, dann ist das so. Wir müssen, ach ja, die Brücke haben wir auch schon gebaut. Um hier, was ist das denn? Müll? Oh, Müllauslastung ist voll. Okay, dann machen wir halt noch mehr. Dann ist das so. Machen wir hier noch eine. Dann machen wir hier noch eine. So. Dann haben wir nochmal zwei. Dann ist das so. Dann müssen wir noch zwei bauen. Und ich würde sagen, wir bauen hier dann auch mal eine Schnellstraße noch hin. Um die, ne? Um das schneller zu haben. So. So. Dann haben wir nämlich auch Schnellstraßen, da sechsspurige Straßen. So, so muss das. Und trotzdem ist da noch ein kleiner Stau hier. Was natürlich gar nicht so gut ist. Am Kreisverkehr. Wobei, das geht eigentlich, ne? So viel Stau ist das auch nicht. Vor allem, weil er so viele Spuren hat. Ach, nö. Funktioniert eigentlich. Relativ gut. Vielleicht sollte ich die hier so runterziehen. Und die dann hier oben dran machen. Das wäre vielleicht besser. Ich glaube, da mache ich auch. So hätte ich nämlich, nein, so. So hätte ich im Prinzip hier nicht mehr so viel Stau. Vielleicht. Und da könnte ich auch noch Industrie hinbauen, ganz normale. So. Weil dann hätten wir da keine Ampel in der Nähe. Obwohl da, glaube ich, sowieso keine Ampeln sind, oder? Doch. Hier sind nur Schilder. Ja gut, dass sich das staut ein bisschen, ist klar, weil das der einzige Eingang ist im Prinzip. Und ich wollte hier auch sowas hinbauen, noch. Auffahren. Die können wir auch schon bauen, genau. Die konnten wir auch schon bauen. Dann können wir hier im Prinzip eine Abfahrt bauen, noch. So. Und dann bauen wir hier hinten noch eine Auffahrt hin. Wenn wir das denn hinkriegen. So. Oder? Ne, das. Hä? Das ist auch eine Auffahrt. Hä? Das soll doch eine Abfahrt werden. Eine Auffahrt zur Autobahn. So. Muss ich andersrum bauen, oder? Gucken wir mal. Die so rumbauen. Ah, so rum muss man die bauen. Alles klar. Gut, dann haben wir da auch eine Abfahrt jetzt. So.
So, dann machen wir hier nämlich auch eine Schnellstraße. So. Ja, jammer doch nicht rum da. Nur weil das eine Schnellstraße ist. Jammerlappen. So, dann haben wir hier nämlich eine Abfahrt. Da kommen nämlich dann auch die Leute hier rein. Im Prinzip. Und da kommen die Leute kommen dann auch wieder runter. Genau, da. Zack, die kommen dann wieder auf der Autobahn drauf, wenn sie hier lang fahren wollen. Und nicht nur da oben lang. Hehe, sehr gut. Sehr schön. Gar nicht mal so schlecht. Erstmal das so zu machen. Man kann natürlich auch hier die riesen Kreuzungen bauen hier. Die hier. Dreibahnkreuzung zum Beispiel und sowas. Oder sowas hier. Kleeblatt. Das sind ja so eher so... Ja, das sind so eher so Sachen, die können hier dann für... Das ist ein richtiges Autobahnkreuz. Könnte man hier auch hinbauen. Ohne Probleme. Weil man kann ja die Autobahn auch wegbauen. Im Prinzip. Das ist sogar ein Autobahnkreuz, ne? Was sind denn noch Schnellstraßen? Ne, das sind Autobahnen. Das ist ein Autobahnkreuz. Ja, zwei dreispurige Autobahnen, ja. Genau. Das ist nämlich ein Autobahnkreuz. Brauchen wir eigentlich nicht erstmal. Die haben immer noch. Die haben wieder keine Mitarbeiter hier. Da finde ich ganz schön frech. Warum nicht? Verstehe ich nicht. Warum ziehen hier keine Leute ein? Wir ziehen noch ganz viele Leute ein. Was ist denn los hier? Ihr Früchtchen. So, dann bauen wir hier jetzt auch noch Gebäude hin. So, fertig. Damit die aufhören zu jammern. Damit hier mal ein paar Leute noch einziehen. So, wie sieht das aus? Wasser, gut. Strom, auch grün. Der ist auch bei 54%. Das läuft. So, eigentlich würde ich ja gerne die Linie weiterbauen, ne? Geht das? Ah, da. Da möchte ich gerne hier unten auch noch eine Haltestelle. Und ich würde sagen, hier oben auch noch eine. So. So, sehr schön. So, jetzt können wir mal wieder einen Park bauen. Irgendwo hier so hin. Vielleicht. Irgendwann. Da, das sieht gut aus. Wie sieht er mit der Bildung aus? Bildung ist Grundschule überlastet. Aber jetzt auch nicht so viel. Wir könnten hier unten noch eine Grundschule hinbauen. Irgendwo hier erstmal. Warum kann ich nicht da hinbauen? Da. Bauen wir da noch eine Grundschule hin. Feuerwehr wäre auch nicht schlecht. Hier unten irgendwo eine hinzubauen. Da. Polizei wäre auch geil. So. Haben wir jetzt Polizei und Feuerwehr und Grundschule eine neue. Damit wir ein bisschen die Grundstückswerte oder was auch immer hier steigern. Ich weiß es nicht. Ach guck mal, hier ist schon eine Stufe 3. Seht ihr? Die steigern nämlich dadurch auch. Und da oben. Ach du meine Güte. Seht ihr wieder viele Gebäude leer. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Naja. Problem ist wirklich momentan... Leute, das gibt's gar nicht. Was ist denn das Problem hier, ey? So, dann machen wir das jetzt mal... Wollen wir den mal hier runterziehen. Ich will ihn nicht verbessern, achso. Dann wollen wir den mal runterholen. So langsam. Ja, aber nicht so weit eigentlich. Na gut. So, machen wir das mal so. Dann kommen die genau da runter. Das ist so ein kleiner Hügel, deswegen sieht er komisch aus. Okay, okay, okay. Ich hab's verstanden. So, dann würde ich sagen, wir bauen hier auch mal so ein bisschen dorthin. So. Eigentlich, ne, ich baue das anders. Ich baue hier auch eine
Ups, ich wollte nicht die Bäume abreißen. Was ist denn los mit euch? Danke. Ich wollte hier auch so eine Schnellstraße lang bauen. Wenn es nicht geht, aber so. Eigentlich will ich die so bauen. Warum nicht? Da ging doch gerade. Ist der Baum im Weg oder was? Gefälle zu steil, sagt er. Ah, okay. Machen wir mal so. Fertig. So, dann kommst du jetzt wieder da dran. Erstmal. Und dann hier noch eine. So, und dann haben wir hier auch noch Gebäude, wo wir jetzt noch ein Viertel hinbauen. So. Guck mal an hier. Dann haben wir auch noch ein Viertel. Franklin Hills. So. Ey, nein. Nein. Ach, Mann. Hau mal ab. So. Ich will dich nicht. So, ich will die hier erweitern. So. Danke. So. So, da kommen jetzt auch noch Häuser hin. Aber erstmal Strom und Wasser rüberlegen. Wichtigste. Vor Ort bereits belegt, ne? Das ist auch das Unwort des Jahres, glaube ich, des Jahrhunderts. So, jetzt brauchen wir noch Strom da drüben. Kriegen wir auch hin. Machen wir einfach so. Fertig. Haben wir Strom. So, und da werden wir jetzt mal hier ganz dezent ein paar Wohnungen hinbauen. Noch. So. 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 Come on. Da möchte ich aber keine Wohnung haben. Danke, erstmal. So. Dann haben wir da drüben auch Wohnungen. Ja, wir vermehren uns ohne Ende oder verbreitern uns ohne Ende hier. Wir haben schon 280.000 Dollar. Weil wir die ganze Zeit auf volle Pulle stehen haben. Und da oben ist alles leer. Ach du meine Güte. Ja, das Problem ist, ich habe keine Arbeiter momentan. Ich muss halt gucken, dass ich jetzt wirklich viel Leute jetzt in die Stadt kriege. Damit wir halt genug Arbeiter haben. Was das Problem ist momentan, denke ich. Jedenfalls sieht so aus. Ich habe das falsch abgerissen. Ja, und jetzt schon wieder. So, wir müssen viel mehr... Ja, aber warum? Was braucht ihr denn? Meadow Heights, ja. Zwei ungebildeten, ne, einen gut gebildeten braucht er. Ah, okay. Verstehe ich jetzt nicht. Ich habe doch Bildung. Ist doch dabei. 600 habe ich. Verstehe ich echt nicht. Sowas. Verstehe ich nicht. Geschäfte sind wieder gefragt. Das kriegen wir hin. Geschäfte kriegen wir hin. So, wollen wir da Geschäfte hin. Sechs verfügbare Arbeitsstellen. Ach, Ungebildete brauchen die. Heißt? Verstehe ich jetzt nicht ganz, aber ist egal. Holzindustrie, die ist hier am werkeln. Agrar ist auch platt, ein paar Sachen. Gut, dann ist halt so Pech. Ich verstehe nur nicht, was da mit den Ungebildeten soll. Kann ich das irgendwie einstellen oder so? Ne, so nicht. Immer die Franklin Hills.
Haustierverbot? Nein, 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 nein. Aha. Ne. Recycling, okay. Mir doch egal, Recycling soll, ist soll. Wumpe! Obwohl ich ja ein Fan davon bin. Also Recycling ist mit das Wichtigste, finde ich heutzutage. Gerade wenn man so überlegt, dass Rohstoffe teuer sind wie Sau. Ist eigentlich gar nicht mal so schlecht, sowas zu haben. Muss man immer bedenken, Rohstoffe sind nicht umsonst. Wenn man dann jetzt überlegt, dass dass teilweise, da sind ja Rohstoffe manchmal drin, wie Plastik oder Gold, teilweise, wenn du Elektroschrott hast und so weiter und so fort, dann ist das natürlich nicht gerade unerheblich, finde ich jetzt. So. Ja. Machen wir. Weiterbauen? Müssen wir wohl notgedrungen, ne? Machen wir hier auch mal ein paar. Da können sie schön an der Autobahn wohnen. Ist auch schön. Ich sage, ich habe ja mal gesagt, ich wohne auch ziemlich nah an der Autobahn. Also nicht wirklich weit weg. Wenn man überlegt, wenn ich zur Arbeit muss, dann bin ich innerhalb von, je nachdem, wenn die Ampeln grün wären, wäre ich innerhalb von einer Minute auf der Autobahn. Höchstens. Mit dem Auto. Zu Fuß braucht man vielleicht, bis zur Autobahnauffahrt braucht man zu Fuß, keine Ahnung, 10 Minuten, maximal 5 Minuten, je nachdem, wenn du schnell einen Schritt hast. Ach, 5 Minuten bist du da. So weit ist das auch nicht. Das geht schon. Ja, jetzt haben wir natürlich ein Problem. Was ist mit den 12 ungebildeten Arbeiter? Warum haben wir keine ungebildeten Arbeiter? Wie kriegen wir das hin? Wie kriegen wir jetzt ungebildete Arbeiter? Stufen. Bildung. Ja. Ungebildet sind 41%. Ist das nicht normalerweise egal, ob die gebildet sind oder ungebildet? Ist doch kackegal. Eigentlich. Oder müssen wir, können wir die eigentlich auch irgendwie. Oh ja, klar, können wir die aufwerten. Aber wie? Das ist eine gute Frage. Oh, wir haben die nächste Stufe erreicht. Hey, Ölindustrie können wir jetzt bauen. Kostenloser Nahverkehr können wir jetzt auch machen. Ah ja. Zweispurige. Ah, wir können neue Straßen. Autobahn mit Lärmschutzwand. Cool. Das ist ja auch geil. Polizeihauptquartier, Feuerwehr. Ach, die großen Sachen können wir jetzt bauen, okay. Dann werden wir doch direkt mal hier, ne, die Autobahn aufbessern. Würde ich sagen. Ach so. So, dann machen wir das nämlich schön so. Damit die Lärmbelastung nicht so hoch ist. So, guck mal an. Ach so, da können wir nicht. Ja, ist klar. Gehört ja nicht uns. Guck mal, Schnellstraßen mit Bäumen können wir jetzt auch machen. Oh, cool. Ist eigentlich auch nicht schlecht. Bäume freuen die doch, die Leute. Machen wir doch. Glatt hier. So. Guck mal an. Oh, hier können wir auch Bäume reinmachen. So. Schick, schick. Was hab ich denn da jetzt gemacht? Keine Ahnung, egal. Warum die da jetzt auf einmal weg sind, die Gebäude. Man weiß es nicht, man munkelt. Egal, jetzt haben wir jetzt mal ein paar Läden gebaut. So. Sieht ja vielleicht ein bisschen glücklicher hier alle. Mit Kohle ohne Ende. Und ich weiß echt zum Verrecken nicht, warum wir da oben Probleme haben die ganze Zeit. Warum hier keiner arbeiten will, verstehe ich nicht. Ich verstehe es nicht.
Guck mal, hier ist alles tutti. Agrarwirtschaft, Forstwirtschaft und so weiter, alles tutti. Aber hier oben haben die echt keinen Bock. Warum arbeitet hier keiner? Was soll das? Was ist los mit euch? Warum wollt ihr da nicht arbeiten? Die Frage ist, gibt es eigentlich eine... Das weiß ich gar nicht. Gibt es hier eigentlich eine Statistik, die besagt, dass man hier... wie viel Arbeitslose man hat? Kann man das gucken? Bevölkerung? Das ist klar. Wohnrichtwert, Stadtviertel, Freizeit. Wind, ne? Gesundheit. Ich glaube nicht. Ah, hier die Strahl, die ist auch ein bisschen. Ja, ja. Die könnte ich eigentlich mal hochbauen. Sehe ich gerade. So. Das ist mal eine Schnellstraße. Du Stück. So. Ja, müssen wir gucken. Ich weiß nicht, wie wir das hinkriegen da oben. Das kann nicht an die Einwohner liegen. Das kann echt nur an die Bildung liegen. Oder sie ist halt einfach zu weit weg. Ich weiß es nicht. Aber das kann ich mir nicht vorstellen eigentlich. Wir haben doch einen Bus da oben. 200 Stück pro Woche. Hm. Vielleicht noch ein Bus? Ich weiß es nicht. Nee. U-Bahn wäre geil. Aber das kriegen wir noch. Egal. Wir sind wieder am Ende der Folge angelangt. Was ist das? Das und? Stell dich mal nicht so an, da. Kriegst du hier ein Park, komm. Hier kriegst du ein Parking gebaut, jetzt jammer nicht. Ja, gut, wir sind jetzt am Ende der Folge wieder angelangt. Wie immer sage ich, wenn euch die Folge gefallen hat, lasst ein Like da, lasst ein Abo da, lasst einen Kommentar da. Ansonsten wieder einen schönen Tag, einen schönen Abend, wie auch immer. Wir sehen uns beim nächsten Mal bei einer Runde Cities Skylines Schissingen.